So, einen wunderschönen guten Abend zu dem heutigen Webinar zusammen mit Fotoerat und zusammen mit Calibrite. Ich gucke gerade mal, es sind jetzt aktuell 50 Teilnehmer angemeldet. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Es sollten noch ein paar mehr werden. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr heute hier seid. Das ist mein erstes Webinar für Fotoerat und auch mein erstes Webinar für Calibrite. Und ich freue mich wirklich sehr darauf, euch etwas ja, zu meiner Fotografie und vor allem zur Streetfotografie zu erzählen. Generell vielleicht so zwei, drei Takte zum Ablauf. Es gibt hier bei GoToWebinar gibt es ein Fragen-Antwort-Fenster. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne dort mit rein. Es gibt, glaube ich, auch ein Chatfenster, was ihr benutzen könnt, aber nutzt hauptsächlich das Fragenfenster. Wir haben am Ende des Webinars nochmal einen Block eingerichtet zu so 10, 15 Minuten, um hoffentlich eure ganzen Fragen zu beantworten. Wenn irgendwas zu kurz kommen sollte, können wir das immer noch per E-Mail beantworten. Also scheut euch nicht, eure Fragen ja, einfach drauf loszustellen, wenn es irgendwo zwischendrin reinpasst. Ich sehe das hier parallel dazu, werde ich versuchen, die direkt im Webinar zu erklären. Ansonsten gibt es am Ende, wie gesagt, einmal das Fragen- und Antwortfenster. Und ganz am Schluss, es lohnt sich also auf jeden Fall noch mal ein bisschen zu warten. Ganz am Schluss gibt es natürlich noch ein kleines ja, Goodie von euch, für euch von Calibrite und Fotoea zusammen. Wie gesagt, ich freue mich sehr, dass es heute endlich mal wieder mit Webinaren für mich losgeht und ich will die Gelegenheit nutzen, zwei, drei Takte über mich zu erzählen, weil ich vermute, nicht jeder kennt mich. Vielleicht war noch nicht jeder auf meiner Webseite, deswegen will ich das ganz kurz nachholen. Ich hoffe, wie gesagt, mein Ton ist okay und man kann mich gut hören, man kann alles gut sehen soweit. Ich hoffe, das passt für euch. Wie gesagt, immer her mit den Fragen. Ansonsten, ihr seht es hier, mein Name ist Thomas Adorf. Ich bin unterwegs als Calibrite Ambassador. Ich bin unterwegs als Olympus Visionary. Fotografiere leidenschaftlich gerne. Und wer so ein bisschen gucken mag, was ich so alles treibe, was ich so alles anstelle fotografisch, der kann gerne hier unten auf meiner Webseite gucken, thomas-adorf.de. Unter demselben Namen findet man mich auf Instagram und natürlich auch auf Facebook. Also wenn ihr dort Fragen habt, wenn ihr dort mal näher reinschauen wollt, klickt gerne drauf, hinterlasst mir auch dort gerne eine Nachricht. Ich freue mich über jeden, der da drauf guckt und ja, dem das Ganze gefällt, was ich so ein bisschen mache. Was mache ich alles? Ich will so ein paar Takte, wie gesagt, über mich erzählen. Ich fotografiere unheimlich gerne Porträts. Ich bin leidenschaftlicher Porträtfotograf. Ich fotografiere gerne on location, egal wo wir unterwegs sind. Das eine hier ist in den Alpen fotografiert, das andere, die zwei Artisten sind auf einem Kreuzfahrtschiff fotografiert worden. Also überall dort, wo man Bilder aufnehmen kann, versuche ich Porträts zu fotografieren. Ich fotografiere leidenschaftlich gerne bei uns hier in Karlsruhe in unserem Fotostudio, auch dort gerne Modeaufnahmen, Porträtaufnahmen, alles, was sich so anbietet. Seit Corona auch wahnsinnig viele Passbilder, Bewerbungsbilder, also alles das, was zum Fotografen dazugehört. Eine große Leidenschaft von mir sind allerdings auch Schwarz-Weiß-Bilder und auch das zieht sich durch meine ganzen Arbeiten hindurch. Ich versuche sehr, sehr viel in der Kamera direkt in Schwarz-Weiß zu fotografieren mit meiner Olympus-Kamera, wandle also dort beim Fotografieren die Bilder in Schwarz-Weiß um, die ich auch so nachher weiter benutze, so auch ausdrucke. Hinter mir hängen einige Bilder, dort hängt auch das eine oder andere große Bild, was wir ausdrucken. Also das ist so eine zweite Leidenschaft von mir, einmal die Schwarz-Weiß-Fotografie. Und einmal das Drucken an sich. Also ich finde immer generell für uns als Fotografen, es gibt nichts Schöneres, wenn wir fotografiert haben, wie die Bilder danach auszudrucken und einfach ein gedrucktes Bild in der Hand zu halten. Das ist also wirklich ein Thema, wo ich wirklich für brenne. Und ich finde, jeder Fotograf soll sich einfach die Mühe machen, das ein oder andere Bild mal auch auszudrucken. Also auch da bei Fotoea könnt ihr online Bilder bestellen, nutzt das Ganze aus und ja, druckt Bilder von euch. Was fotografiere ich noch so alles? Ich habe eine ganz lange Zeit sehr viel, sehr intensiv Konzertfotografie fotografiert. Viel im Heavy-Metal-Bereich war ich dort unterwegs, habe für ein Musikmagazin, für verschiedene Online-Magazine fotografiert und bin dort irgendwie quer durch Deutschland unterwegs gewesen. Habe auch Festivals in kleinen Clubs auf allen möglichen Bühnen fotografiert, was man denn alles so machen konnte. Auch hier gerne in Schwarz-Weiß. Auch das finde ich einfach zum Teil viel ausdrucksstärker, viel spannender als die Farbbilder. Aber auch Farbbilder dürfen natürlich nicht zu kurz kommen. Wenn es die Zeit und vor allem die Gegebenheiten, aktuell ist Corona, da ist alles wieder ein bisschen schwerer, so langsam lockert sich das ja Ganze. Normalerweise bin ich sehr, sehr viel in Städten unterwegs. Also ich fotografiere unheimlich gerne in Städten. Hier, das ist ein Composing aus zwei, drei Aufnahmen, also ein sogenanntes Timeblending, wo verschiedene Aufnahmen zu verschiedenen Zeiten übereinander gelegt worden sind, verrechnet worden sind. Das ist ein Thema, was ich total gerne mag. Ich liebe es also wirklich, morgens, abends in der Dämmerung durch die Städte zu rennen, wenn die Städte so langsam wach werden, wenn die Städte aufwachen. Und das ist wirklich ein ja, ganz besonderer Moment zu fotografieren. Und das versuche ich auf meinen Fotoreisen, auf meinen Workshops den Leuten auch immer so ein bisschen mit auf den Weg zu geben, dass das eigentlich die schönsten Zeiten zum Fotografieren sind.
Auch hier wieder ein Foto aus Venedig, was wir vor einer Weile aufgenommen haben während eines Workshops. Eben, das war die blaue Stunde morgens. Hier sind wir in der blauen Stunde abends. Also das sind so die Zeiten, wo es wirklich Spaß macht zu fotografieren. Ein recht aktuelles Bild. Der eine oder andere hat es vielleicht heute auf Instagram noch in der Ankündigung von Foto.ee hat gesehen. Wir waren vor kurzem in Valencia fotografieren. Wir haben dort Bilder für das neue Tamron 35 bis 150 Millimeter fotografiert. Und das war eines der Foto, die wir dort in Valencia aufgenommen haben. Ich hatte also die Gelegenheit, dort schon mal das Objektiv auszuprobieren, konnte mich dort austoben. Auch dort haben wir Streetfotografie betrieben. Wir haben Porträts fotografiert. Wir waren auf verschiedenen Märkten und haben fotografiert und konnten echt lange das Objektiv testen. Und das eine oder andere Foto werdet ihr auch heute hier davon sehen. Die nächste Aufnahme in Paris fotografiert, eine meiner Lieblingsstätten. Und da sieht man auch so ein bisschen, was ich total gerne mag. Diese Aufnahme hier ist durch ein parkendes Auto fotografiert worden, durch die Fensterscheiben. Man sieht vielleicht noch so ein bisschen, da auf der Frontscheibe sind Regentropfen drauf. Also das spiegelt sich alles, es reflektiert sich alles. Der Spiegel, der Holm vom Fahrzeug kramt den Eiffelturm so ein bisschen ein. Also ich mag gerne Dinge, die vielleicht das Auge ein bisschen verwirren, Spiegelung, Reflexe. Ich versuche, meine Bilder so zu gestalten, dass ich vielleicht neue, spannende Perspektiven von Dingen finde. Jeder kennt den Eiffelturm und ich glaube, die größte Herausforderung ist immer beim Eiffelturm, den so zu fotografieren, wie man vielleicht vorher noch nicht gesehen hat. Also das sind wirklich Sachen, die ich total gerne mag. Und das geht ja so langsam so ein bisschen in die Streetfotografie über, also alles das, was in Städten passiert. Hier eine Aufnahme aus Hamburg, auch hier wieder durch eine reflektierende Scheibe fotografiert worden. Noch hier sieht man so ein bisschen was, was ich versuche bei meinen Bildern zu erreichen. Das ist so ein stimmiger Farblook. Also auch hier in der Dämmerung aufgenommen worden. Man sieht es hier an der Elbphilharmonie, die eine oder andere Lampe ist schon angeschaltet. In der Glasscheibe reflektiert sich die Lampen so ein bisschen drin. Generell durch die blaue Stunde bekommt das ganze Bild so eine grüne Färbung, so eine grüne Tonung. Und das sind so Situationen, die ich wirklich besonders mag. Also Farben sind generell sehr, sehr wichtig. Und um Farben soll es ja auch heute ein bisschen gehen. Immerhin sind wir hier für die Firma Calibrite. Calibrite stellt ja Kalibrierungsgeräte für Monitore, für Druckerprofilierung und andere Sachen her. Und das sind Sachen, die ich also ganz viel und gerne benutze. Jetzt nähern wir uns so langsam dem Thema Streetfotografie ein bisschen. Und hier sieht man auch schon nochmal so ein paar Sachen, die ich ganz gerne mag. Wasserspiegelung. Also ich finde, Wasserspiegelung ist immer ein ganz, ganz besonderes Ding, um zu fotografieren. Hier hat sich das Wasser auf so einer Brunnenumrandung, auf so einer schwarzen Marmorplatte. Es hat geregnet, das Wasser hat sich dort gesammelt, da war so eine kleine Pfütze drauf. Dort habe ich dieses Bild fotografiert, nochmal auf den Kopf gedreht, dass es insgesamt wieder richtig rumsteht. Und das Auge erkennt dann immer ganz gut, was so passiert. Aber wenn man so im ersten Moment drauf guckt, sieht man, ah, das sind drei Leute. Wenn man im zweiten Moment richtig genau hinguckt, sieht man, das ist alles so ein bisschen verschwommen, so ein bisschen verwackelt. Und das sind genau die Situationen, die ich wirklich total gerne mit meiner Kamera suche. Auch hier wieder in London aufgenommen worden, durch eine Telefonzelle hindurch fotografiert. Man sieht drumherum noch so ein bisschen die Straße, man sieht die Reflexe auf dieser Glasscheibe, man sieht die Telefonzelle mit den ganzen Stickern, also alles, was den Blick so ein bisschen verwirrt, was so ein bisschen, ja, was, wo man so ein bisschen zweimal hingucken muss. Das sind so Sachen, die ich wirklich total gerne mag. Auch die nächsten zwei Aufnahmen hier zum Thema Streetfotografie, da sieht man schon so ein bisschen, wo ich drauf achte. Ich versuche auch Dinge sehr reduziert zu fotografieren. Also alles weglassen, was stören könnte. Bei dem linken Bild und auch bei dem rechten Bild ist jeweils immer nur zwei Personen drauf. Nie zu viele Leute auf ein Bild machen, sondern immer wirklich sehr, sehr reduziert. Einzelne Personen fotografieren, warten, bis nur diese einzelne Person im Bild ist. Und das macht die Bilder meistens viel, viel spannender. Reduzieren kann man also nicht nur die Inhalte am Bild, sondern auch die Farben. Hier in diesem Fall wirklich diese Schwarz-Weiß-Fotografie. Das eine sehr clean, sehr hell durch das Gegenlicht, durch die große Scheibe. Das andere im Treppenabgang auch sehr dunkel, leitet den Blick wieder auf die Person. Und ja, so versuche ich Streetfotografie zu betreiben. Das nächste Bild auch in Paris wieder aufgenommen worden. Hier sieht man auch so ein paar Sachen, da komme ich näher noch ein bisschen näher drauf. Ich versuche den Blick zu lenken. Ich versuche das Auge zu leiten, das Auge zu führen. Ich habe hier eine Umrandung geschaffen. Ich versuche die Person so ein bisschen einzurahmen und dadurch den Blick auf die Person zu lenken. Und da soll es jetzt gleich noch ein bisschen näher drum gehen, indem ich eigentlich einfach so ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg gebe und ja, versuche mal zu überlegen, was ist denn überhaupt Streetfotografie oder was kann überhaupt Streetfotografie sein? Für die einen ist Streetfotografie wirklich nur die, ja, die Fotografie, wo Menschen auf der Straße drauf sind. Aber ich finde zum Beispiel, es gehört noch viel, viel mehr zum Thema Streetfotografie dazu. Das Ganze kann auch Plätze, das können leere Straßen, das kann die ganze Stimmung in der Stadt sein. Und auch das zählt für mich zum Thema Streetfotografie dazu.
Und was ich da so alles fotografiere, das seht ihr jetzt auf den nächsten Folien so ein bisschen. Und auch da die ersten zwei, drei Bilder, die ich euch jetzt hier zeige. Dieses Bild zum Beispiel ist auch mit dem Tamron 3550 aufgenommen worden, mit 35 mm, sehr, sehr nah dran an den Personen. Also ich versuche mal sehr nah ran an das ganze Geschehen zu gehen. Ich will das Ganze drumherum so ein bisschen zeigen. Und das Schöne ist halt auch diese besondere Lichtstimmung. Das Bouquet hinten dran, der Sonnenuntergang, die Lampen in dem, ja, im Hintergrund, die alle nur so als kleine Bouquet-Effekte zu sehen sind und dann die zwei Personen im Vordergrund. Generell beim Fotografieren, ihr seht es vielleicht hier schon, vielleicht kann man es so ein bisschen erkennen, ich orientiere mich immer sehr, sehr stark am goldenen Schnitt beim Fotografieren. Das heißt, wenn ich fotografiere, habe ich immer meine Kameras, egal mit welcher Kamera ich fotografiere, meine Gitterlinien eingeblendet und ich versuche meine Motive immer am goldenen Schnitt zu orientieren. Das nächste, worauf ich versuche, so ein bisschen zu achten, ist unsere Leserichtung. Wir lesen hier von links nach rechts und genauso schauen wir auch. Das ist so intuitiv bei uns drin, weil wir das schon immer so gelernt haben. Das heißt, ich versuche die bildwichtigen Elemente immer nach rechts anzuordnen. Das heißt, immer im rechten goldenen Schnitt, egal ob unten oder oben drin, aber so, dass wir über eine leere Fläche zu den beiden Personen gucken. Das heißt, hier, wir gucken zuerst über diese Mauer, über diesen Strand, über das Wasser, bis wir die zwei Personen finden und die sitzen ziemlich genau im goldenen Schnitt. Also das sind alles so Dinge, die ich beim Fotografieren versuche zu beachten. Lichtstimmung, Bildaufbau, Blicke führen, Blicke lenken, das sind alles Dinge, die total wichtig für mich sind. Auch hier wieder, das Bild wirkt meiner Meinung nach durch diesen Scherenschnitt, indem ich einfach die Person vorne fast nur als Silhouette abgebildet habe und hinten dran dieses hell erleuchtete Gebäude ist. Man erkennt, dass die Person am Lesen ist, sie hat ein Handy in der Hand, liest wahrscheinlich irgendeine SMS und sitzt dort im Dunkeln. Hinten dran, das helle Gebäude schafft wieder den nötigen Kontrast, dass ich die Person gut erkenne. Doch da, es lohnt sich immer mit offenen Augen durch die Städte zu rennen. Ich versuche immer ohne Stativ unterwegs zu sein. Ich habe meistens immer nur eine Kamera dabei, mit einem oder zwei Objektiven, je nachdem, womit ich unterwegs bin, und versuche alles mit diesen zwei Dingen dann aus der Hand zu fotografieren. Wenn ich jetzt nicht gerade Aufnahmen wie eben, diese Nachtaufnahmen, diese Sonnenaufgänge fotografiere, bin ich also meistens immer ein Stativ unter, ohne, Entschuldigung, bin ich meistens immer ohne Stativ unterwegs, mache die Belichtungszeit ein bisschen länger, ich drehe die ISO ein bisschen höher und mittlerweile, je nach Kamera, haben wir wirklich tolle Bildstabilisatoren, die uns dabei wirklich ganz großartig unterstützen. Auch dieses Bild mit dem Tamron 3550 aufgenommen worden, auch hier wieder mit 35 mm. Das heißt, auch hier war ich wieder relativ nah dran. Aber auch solche Szenen sind für mich Streetfotografie. Meistens, wenn ich irgendwo in Städten unterwegs bin, wenn ich irgendwo in einer neuen Stadt unterwegs bin, wie hier in Valencia, ich war zum ersten Mal dort, versuche ich immer zuerst mal auf die Märkte zu gehen. Denn auf den Märkten, da ist meistens viel Leben, es gibt tolle Details zu fotografieren. Die Leute sind meistens so mit ihrem Verkaufen beschäftigt, dass sie mich als Fotograf gar nicht so richtig wahrnehmen. Und das sind dann wirklich Momente, in denen ich ganz besonders fotografieren kann. Und auch hier habe ich die Möglichkeit, meinen Blick wieder auf verschiedene Dinge zu lenken. Ich kann entweder die Verkäuferin oder die Kundin fotografieren. Ich kann aber auch ganz bewusst die beiden Personen im Hintergrund leicht verschwinden lassen, indem ich meinen Blick vorne auf den Vordergrund lenke. Und auch bei diesen Bildern gab es eine Serie von zwei, drei Bildern. Ich habe einmal das ganze Treiben am Stand fotografiert und habe mir dann aber einzelne Details rausgepickt. Wie zum Beispiel hier diese Bohnen im Vordergrund. Ich habe dann versucht, grüne Details zu fotografieren. Das war das erste Bild. Das nächste Bild war ein Berg voller Bohnen. Grüne Artischocken, also einfach farblich das Ganze so fotografiert, dass das Ganze wieder eine kleine Serie ergeben kann. Also ihr seht, es muss nicht immer die Person im Vordergrund sein, für mich zumindest mal, sondern es kann auch das Ganze drumherum sein, was zum Leben in der Stadt dazugehört. Auch hier wieder auf dem Markt fotografiert, dieses Mal die Details im Vordergrund, die Person, die einkauft, ein bisschen weiter im Hintergrund. Auch das ist Teil dieser Serie, die wir auf dem Markt fotografiert haben. Noch hier gab es kleine Details, es gab große Details zu fotografieren. Und das ist jetzt mal ein Ausschnitt, in dem ich bewusst den Fokus auf den vorderen Bereich gelegt habe. Wenn ich sage, Lichtstimmung und die ganzen Stimmungen in den Städten gehört auch für mich zur Streetfotografie dazu, dann sind es auch solche Momente, die ich total gerne fotografiere. Auch hier wieder früh morgens unterwegs. Ich bin normalerweise nicht so der Frühaufsteher, aber in Städten versuche ich dann doch immer sehr, sehr früh rauszugehen, weil dann einfach die Straßen leer sind, die Plätze sind leer und die Lichtstimmung ist wirklich ganz, ganz besonders. Also auch das lohnt sich wirklich mal morgens Hintern hochkriegen, mit der Kamera raus. Und ich versuche dann immer solche Motive zu finden, wo ich in die Sonne fotografieren kann. Also immer dann, wenn die Sonne ganz, ganz flach steht, wenn die Sonne über hier diese Brücke, wenn die Sonne hinter einem Gebäude rausscheint, flach in die Kamera fällt, genau dann versuche ich zu fotografieren. Und ich fotografiere dann wirklich sehr, sehr gerne direkt in die Sonne, um einen schönen Lensflare abzubekommen, der jetzt hier so ein bisschen im Laub untergeht. Also er fällt gar nicht mehr so auf. Aber auch die Lichtstimmung ist hier wirklich eine ganz, ganz besondere.
Schönes, warmes Morgenlicht, der Platz, der Park noch ganz, ganz leer. Und ich sehe wirklich nur diese Brücke umrandet von diesen Bäumen. Alles auch hier wieder farblich, sehr stimmig. Es gibt fast nur Grün, es gibt diesen hellen Sandstein. Und das sind wirklich Bilder, die ich total gerne mag. Auch hier Stimmung, Motive in der Stadt drin. In Valencia gibt es wahnsinnig viele Graffitis zu entdecken. In der Altstadt tolle Motive. Und ich versuche auch dann, entweder vielleicht mal nur einen Teil vom Graffiti zu fotografieren oder auch mal hier mit Personen drauf. Was man vielleicht hier schon so ein bisschen erkennt, ich versuche oft die Personen so zu fotografieren, dass sie gar nicht so als Personen wahrzunehmen sind, dass man gar nicht die Personen erkennen kann. Weil auch da komme ich später nochmal dazu, das ist meistens so die erste Frage bei der Streetfotografie, darf ich das überhaupt aufnehmen? Aber sobald ich die Person nicht erkennen kann, darf ich erstmal wieder fast alles aufnehmen, fast alles damit machen. Und da wir halt hier für Tamron unterwegs waren und ich auch da Bilder für das neue Objektiv fotografieren sollte, musste ich hier also sehr aufpassen, dass man die Person nicht immer erkennen kann. Deswegen sind die Personen meistens irgendwo im Hintergrund zu sehen oder vielleicht wirklich mal mit der Unschärfe drin. Solche Sachen finde ich auch immer total spannend. Wasserpfützenspiegelung, ich habe es eben schon erwähnt. Ich versuche immer Ausschau zu halten in Städten nach Wasserpfützen. In Paris geht das besonders gut. Dort wird morgens so die Straße sauber gemacht, eben alles in den Randstein gekehrt wird. Dann wird Wasser durch den Randstein laufen lassen. Das heißt, morgens sind alle Straßen in Paris immer nass. Und dann kann ich diese Wasserpfützen, diese Spiegelung toll nutzen, um die Straße einfach viel spannender zu fotografieren. Auch hier bei dem linken Bild in Valencia, diese Wasserpfütze vor diesen Stühlen. Die Stühle spiegeln sich drin, das Gebäude spiegelt sich drin. Und das macht das ganze Bild wieder viel, viel spannender, indem ich einfach die leere Fläche, die normalerweise hier auf den Straßen vorhanden wäre, indem ich die einfach besser fülle, indem ich dort wieder Teile des Gebäudes sichtbar mache. Und so kann ich wirklich wunderbar meinen Blick lenken und kann auch mal andere Perspektiven machen. Das rechte Bild, Graffitis, auch das sind Motive, die liebe ich total. Und auch hier versuche ich immer so ein bisschen mit Tiefenschärfe, mit Schärfe, Unschärfe zu spielen. Das heißt, ich habe hier den Fokus auf dieses Männchen gelegt, auf dieses Graffiti dieses Männchens. Im Hintergrund sieht man noch so ein bisschen das Treiben der Altstadt, die Personen rennen dort rum. Aber das Gewusel mit den Personen ist jetzt nicht so stark, dass es halt von dem eigentlichen Motiv ablenkt. Und so kann ich wirklich sehr, sehr schön mit den Perspektiven und mit dem ganzen Drumherum spielen, um meinen Blick dann perfekt darauf hinaufzulenken. Ich habe es eben schon gesagt, nachts bin ich auch total gerne unterwegs und ja, auch nachts lässt sich toll fotografieren. Und wie gesagt, ich versuche dort immer ohne Stativ zu fotografieren. Und was dann solche Motive sind, sind zum Beispiel solche Sachen. Ich habe hier in Valencia dieses Graffiti entdeckt von Salvador Dali und dieser beißende Blick des, ja, des Graffitis, was so direkt in die Kamera guckt, fand ich total schön. Und als Kontrast dazu wollte ich Personen haben, die durch das Bild rennen. Die Personen sollten noch zu erkennen sein, die sollten aber so eine leichte Unschärfe haben. Und dank des Bildstabilisators kann ich sowas halt wirklich toll machen. Ich stelle also dann hier bei diesen Fotos die Kamera auf den Modus S. Das heißt, ich wähle meine Zeit vor, wähle dort, je nachdem, wie schnell die Leute unterwegs sind, ein Zehntel, ein Fünfzehntel an der Kamera ein und lasse den Rest einfach die Kamera erledigen. Ich lehne mich dann irgendwo ein bisschen an die Wand dran und kann dann wirklich sehr, sehr schön ein Zehntel frei Hand zu fotografieren, ohne dass ich irgendwo ein Stativ aufbauen muss. Also da genieße ich wirklich den Luxus des Bildstabilisators in der Olympus-Kamera, in den Sony-Kameras, die ich dabei habe, die mich da wirklich echt großartig unterstützen, indem ich hier wunderbar ohne Stativ fotografieren kann. Wenn ich schon in Städten und auf Märkten unterwegs bin, dann darf natürlich eins nicht zu kurz kommen. Und auch das ist irgendwo Streetfotografie, weil das gehört auch dazu. Eben schon gesagt, auf den Märkten passiert ganz viel und Essen ist natürlich wahnsinnig wichtig. Und hier, das war ein Bild, mit dem ich dann auch wunderbar Tiefenschärfer bei dem neuen Objektiv, das Bokeh einfach mal testen konnte. Aber das Ganze hat auch noch einen anderen Grund. Und das seht ihr jetzt auf diesem nächsten Foto. Denn das war eins der Fotos, was ich gemacht habe, um ja erstmal noch was anderes mitzufotografieren. Wir reden ja heute über Profilieren und Kalibrieren von Monitoren. Und bei mir fängt das Ganze meistens schon ein Stück vorher an, indem ich einen Testchart benutze, um meine Kamera zu profilieren. Ich kann ja meine Kamera nicht kalibrieren, also muss ich da irgendwo einen Umweg gehen. Und das kann ich hier zum Beispiel mit diesem Color Checker machen. Das heißt, immer in den Lichtsituationen, wo es sich ergibt, versuche ich meinen Color Checker mitzufotografieren. Das gelingt nicht bei jeder Aufnahme. Gerade bei Streetfotos, wo es alles sehr, sehr schnell geht, da halte ich natürlich nicht jedes Mal einen Color Checker vor die Kamera und erstelle mir da jedes Mal ein Kameraprofil. Aber in Situationen, wo ich ein bisschen Zeit habe, wo ich mit Licht spielen kann, wie bei den Nachtaufnahmen morgens, wo ich mit Stativ unterwegs bin, oder hier bei solchen Aufnahmen, nutze ich den Color Checker wirklich total gerne. Das heißt, ich lege den Color Checker dorthin, ich stelle den dorthin oder bei Porträts drücke ich den der Person, die ich fotografiere, in die Hand und fotografiere als erstes immer diesen Color Checker ab, in der entsprechenden Lichtsituation, in der ich gerade arbeite.
Und dieses Bild benutze ich nachher in der Bildbearbeitung, um mir ein entsprechendes Kameraprofil zu erstellen, was ich in Lightroom, in Capture One oder in meiner Bildbearbeitung, Photoshop oder was es auch immer gibt, benutzen zu können. Das ist also für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Da will ich jetzt heute nicht näher drauf eingehen. Wer da Fragen hat, kann mir gerne auch mal schreiben. Da gibt es bestimmt noch mal einen anderen Abend, wo wir das halt noch mal im Einzelnen genauer besprechen können. Aber ich will wenigstens mal meinen Workflow zeigen. Das heißt, ich fotografiere das als erstes mit und das ist mein Referenzbild, mein Ausgangsbild für die ganzen nächsten weiteren Fotos. Wie das Ganze dann vorher, nachher ausschaut, das möchte ich jetzt mal hier bei einem Bild aus Venedig zeigen. Das ist die Aufnahme, die ich in Venedig fotografiert habe. Der ein oder andere kennt vielleicht diesen Platz morgens am Markusplatz vorne, wo die ganzen Gondeln liegen. Wirklich ein heiß begehrter Punkt, um morgens ja, den Sonnenaufgang zu fotografieren. Hier seht ihr das Bild so, wie es aus der Kamera gekommen ist. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe im RAW-Converter in Lightroom, mit dem arbeite ich sehr, sehr viel, die Upright-Funktion benutzt. Das heißt, ich habe einfach stürzende Linien korrigiert. Ansonsten ist an dem und dem nächsten Foto noch nichts anderes gemacht worden. Auch hier habe ich mein Stativ aufgebaut, habe einmal den Color-Checker vor die Kamera gehalten, habe das Ganze mit abfotografiert, habe mir dann zu Hause ein entsprechendes Kameraprofil erstellt und ich habe dasselbe Bild dann einmal jetzt hier mit dem Adobe Standardprofil euch mitgebracht und das nächste Bild ist genau dasselbe Bild, allerdings mit dem erstellten Kameraprofil, was ich mir vorher über diese Software Camera Calibration von X-Rite bzw. Calibrite erstellt habe. Jetzt seht ihr hier das Bild, wie es jetzt nach dem Benutzen des Kameraprofils ausschaut. Auch hier ist nichts anderes dran gemacht, als einfach nur dieses Kameraprofil aktiviert und die Upright-Funktion benutzt. Schalten wir nochmal einmal auf die vorige Funktion, auf die vorige Folie zurück und ich glaube, man sieht schon ganz genau, was hier passiert. Das Bild wird auf einmal viel kräftiger, die Schatten haben eine ganz andere Zeichnung, die Farben sind viel, viel korrekter dargestellt und das einfach nur, indem ich dieses Testchart beim Fotografieren einmal mit aufgenommen habe und mir ein entsprechendes Kameraprofil erstellt habe. Also das ist wirklich so meine Ausgangsbasis, wenn ich fotografiere, wenn ich Porträts fotografiere, wenn ich ja im Sonnenaufgang mit Stativ unterwegs bin, je nachdem, was ich fotografiere, benutze ich immer einmal dieses Farbchart, ich fotografiere das einmal mit und ich erstelle mir dann da im Nachhinein einen Rechner. Rechner ein Profil, Entschuldigung. Wie das Ganze ausschaut, ich bin immer so ein bisschen auf meine Folien am Gucken, deswegen habe ich jetzt gerade so ein bisschen die Farben verloren. Wie das Ganze ausschaut, das seht ihr hier auch auf dem Bild aus Venedig. Das heißt, ich bin mit meinem Stativ unterwegs, ich halte diesen Color Checker vorn dran und ich versuche, den einigermaßen formatfüllend abzufotografieren. Ihr seht das hier hinten auf dem Bild, auf der Kamera. Der Color Checker nimmt ungefähr ja, 80% der gesamten Fläche des Suchers ein. Das fotografiere ich einmal ab und das erstellt mir dann nachher die korrekten Farben. Dieses Bild, das ist jetzt ein anderes Bild von einem Porträt-Shooting, was ich hatte, aber das ist gerade das erste Bild, was mir so heute Morgen nochmal hier in die Finger gefallen ist. Dieses Bild öffne ich dann in Lightroom, bevor ich alle anderen Bilder bearbeite. Ich öffne dann die Software Camera Calibration und kann mir damit ein sogenanntes Farbprofil erstellen, was ich hier auch wieder in Lightroom benutzen kann. Wie gesagt, wer da Fragen dazu hat, kann das später in einem anderen Abend machen oder ja, generell bei mir mal einfach eine E-Mail schicken, dann kann ich das auch nochmal genauer erklären. Aber heute Abend wird das Ganze erstmal den Rahmen sprengen. Aber wichtig ist, dass man weiß, dass es diese Möglichkeit gibt. Und auch da, diese Geräte gibt es immer im Bundle zusammen. Es gibt die einzeln, es gibt die im Bundle. Und so habe ich die Möglichkeit, hier meinen Workflow perfekt schon zu beginnen. Jetzt aber wieder zurück zum Thema Streetfotografie, denn deswegen sind wir heute eigentlich hier. Und ich möchte so ein paar Tipps zur Streetfotografie natürlich mit auf den Weg geben. Das eine habe ich eben schon mal angesprochen. Das ist immer, wenn ich Personen fotografiere. Da ist normalerweise, wenn ich solche Bilder zeige, immer die erste Frage, ja, darf ich das überhaupt machen? Nee, ich darf erstmal gar nichts. Weil es gibt dann noch so das Persönlichkeitsrecht, Urheberrecht und. Und das Recht am eigenen Bild ist ein ganz, ganz großes Recht. Ich fotografiere es allerdings trotzdem mit dem Wissen, dass ich es eigentlich nicht dürfte. Und ich überlege ganz genau, wo ich diese Bilder zeige. Auch das Bild ist in Paris aufgenommen worden. Und ich glaube einfach mal, die Person, die jetzt hier auf dem Foto drauf ist, ich bin nah genug dran. Wenn der mich gesehen hätte mit meiner Kamera, hätte er mich mit Sicherheit darauf angesprochen. Wenn er mich darauf angesprochen hätte, hätte ich ihm können die Bilder zeigen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Person sich jetzt nicht irgendwie entstellt vorkommt. Denn das ist was, was mir beim Thema Streetfotografie ganz, ganz wichtig ist. Ich möchte niemanden so fotografieren, wie ich auch nicht fotografiert worden ist. Hier erkenne ich durch das Ganze drumherum, er ist in der Metrostation oder in der Metro drin, er guckt irgendwo auf das Schild, er überlegt, wo er irgendwo aussteigen muss. Aber ich möchte zum Beispiel nie, dass ich fotografiert werde, wenn ich esse. Also mache ich das auch bei anderen Leuten nicht. Was ich genauso wenig mag, ich mag es nicht, wenn ich in Paris unterwegs bin, wenn ich dort Workshops mache, wenn Leute ihr Teleobjektiv auspacken
und zum Beispiel den armen Obdachlosen auf der anderen Straßenseite fotografieren. Oft höre ich dann als Argument, ja, aber das gehört ja zu Paris, das ist ja einfach so vor Ort. Ja, das mag sein, aber dann setze ich mich nicht in ein Café, trinke meinen Kaffee, packe nebenher mein Objektiv aus und fotografiere den armen Obdachlosen. Wenn ich das hier mit 24 mm fotografiere und sehr, sehr nah dran bin, dann hat die Person eine Möglichkeit zu reagieren. Genauso geht es auch dem Obdachlosen. Der kann dann sagen, ich möchte das nicht. In den meisten Fällen möchten die das einfach nicht. Umgekehrt muss ich auch, wenn ich näher rangehe, in Kauf nehmen, dass ich mich mit der Person auseinandersetzen muss. Und das ist das, was ich versuche, bei meinen Streetfotos zu beachten. Ich will niemanden so fotografieren, dass er irgendwie was dagegen haben könnte. Also das ist sowas, habt das immer im Kopf, achtet immer darauf, wen oder was ihr fotografiert. Das finde ich immer ganz, ganz persönlich. Denn mal ganz ehrlich, wir wollten auch nicht, dass wir in jeder Situation fotografiert werden. Auch hier bei dieser Aufnahme, auch da sieht man, die Person hat mir genau in die Augen geguckt, wenn man genau hinguckt. Das heißt, er hat mich gesehen. Ich war da relativ nah dran. Aber durch das Nicken, durch das Zustimmen hat er mir irgendwo signalisiert, dass es okay ist, für ihn zu fotografieren. Was ich aber an dieser Aufnahme sehr, sehr gerne mag, ist, dass die Person schon wieder sehr eingerahmt ist. Ich habe eben schon erzählt, ich versuche bei Streetfotos, ich versuche bei Porträts, bei allem, was ich mache, meinen Blick zu lenken. Ich habe hier eine Trennung zu den Personen, die auf dem hinteren Bahnsteig sind. Ich habe hier einfach eine Wand dazwischen. Das heißt, alles, was hinten dran passiert, ist räumlich schon wieder mehr getrennt. Es gehen keine Personen über dasselbe Bahngleis oder über denselben Bahnsteig, wie diese zwei Personen stehen. Und die zwei Personen mit ihren dunklen Outfits, mit ihren dunklen Haaren, sind perfekt vor dieser weißen Wand freigestellt. Das heißt, die sind wieder eingerahmt, ich kann den Blick hin drauf lenken und drumherum lenkt nichts ab. Und das sind so Dinge, die ich wirklich immer probiere. Um das Ganze jetzt aus dem Weg zu gehen, was ist mit dem Rechten am Bild, was ist mit dem Persönlichkeitsrecht, darf ich das fotografieren, gibt es natürlich noch ganz andere Sachen, wie ich auf der Straße fotografieren kann. Das eine oder andere habe ich eben im Gespräch schon erzählt. Das heißt, ich kann die Person so fotografieren, dass man sie nicht unbedingt erkennt. Das kann auf der einen Seite mit Schärfe oder Unschärfe passieren. Das kann aber auch da nur passieren, indem ich sie mit Gegenlicht fotografiere und das Ganze nur als Silhouette zu erkennen ist. Und auch hier sieht man, was dann passiert. Ich habe diese Personen, die was Großes schieben. Und was ich aber bei diesem Bild total gerne mag, das ganze Bild besteht eigentlich nur aus Linien. Das heißt, ich bin hier auch hier wieder vor einer Wasserpfütze. Ich habe ganz nah über den Boden gekniet. Ich habe die Kamera ganz nah über die Wasserpfütze gehalten, dass sich die Personen drin spiegeln. Und ich mag zum Beispiel total gern, dass das Bild eigentlich ganz, ganz wuselig ist. Ich sehe nur Linien, diese Dachkonstruktion. Ich sehe die Fassade. Überall sind nur Linien. Auch das in Paris, Les Halles, total schön zum Fotografieren. Aber diese Person mit diesem großen schwarzen Block als Silhouette sorgt wieder für die nötige Freistellung, dass ich die Person gut erkennen kann, dass ich sehen kann, dass dort was passiert, dass die dieses Ding da von A nach B schieben. Und das macht das Bild wieder spannend. Genauso auch bei der nächsten Aufnahme. Auch hier ist einfach nur mit Licht und Schatten gearbeitet. Die Person kniet vor diesem Bild des Buddhas. Das ist auf einer Ausstellung von Steve McCurry fotografiert worden, die ich total gerne mag. Dieses Buddha-Bild eingerahmt durch diese Tür. Das heißt, die Person kniet vor diesem Buddha-Bild, guckt durch diese Tür und das Licht, was von außen in diesen Raum reinfällt, sorgt dafür, dass dieser Scherenschnitt wirklich perfekt ist. Ich erkenne die Person, die ist genau vor diesem Buddha. Der Blick wird gelenkt zu dieser Tür und drumherum versinkt alles im Dunkel. Auch das sind so Motive, die ich total gerne mag. Da arbeite ich mit der Spotmessung, um die Belichtung wirklich perfekt hinten auf dieses Motiv zu setzen. Dann kann auch der Rest ruhig absaufen, der kann dunkler werden. Der ist nämlich für das Bild gar nicht so wichtig. Wichtig ist aber einfach nur, dass die Person vor dem hellen Boden sitzt. Die Linien des Fußbodens führen nochmal zu dem Bild hin. Das Bild ist perfekt eingerahmt und so kann ich den Blick perfekt auf das Motiv lenken. Blicke auf Motiv lenken. Das ist auch noch so ein Stichwort, was ich bei Streetfotos oder bei generell bei Fotografie sehr, sehr spannend finde. Und zwar, dass das Ding Perspektive, Blickwinkel, Position, wie ich fotografiere. Und ganz oft zeige ich bei Seminaren oder bei Vorträgen das folgende Bild. Auch das ist in Venedig aufgenommen worden. Selbe Platz wie eben bei dieser Aufnahme morgens in der blauen Stunde. Und das ist so ein Bild, wie es viele fotografieren, wenn sie von A nach B rennen. Das heißt, man rennt einfach dort vorbei, macht mit dem Handy mal schnell ein Bild, man bleibt stehen, macht mit der Kamera ein Bild, ohne groß irgendwo nachzudenken. Eigentlich ist ja alles drauf. Hinten dran die Kirche ist drauf, die Gondeln sind drauf, vorne das Podest ist drauf. Alles drauf, was zum Thema Venedig gehört. Und dann mache ich Folgendes auf meinen Workshops. Ich frage die Leute immer, wie sie das Bild finden.
Meistens ist es zu Beginn meines Seminars oder meines Vortrages, nicht jeder traut sich, was zu dem Bild zu sagen. Und meistens geht die Meinung immer so von, boah, ist ganz nett, die Tiefenstaffelung ist ganz schön, das Schwarz-Weiß ist schön, ein trister Tag. Andere sagen, oh, das Bild ist gar nicht gut. Also die Meinung geht wirklich ganz stark auseinander von, ist ganz nett bis ist gar nicht gut. Ich persönlich finde das Bild gar nicht mal so gut. Aber ich kann damit perfekt zeigen, worauf es mir ankommt. Weil ich will den Leuten zeigen, dass es sich lohnt, einfach die Perspektive oder den Standpunkt zu wechseln. Achtet mal, wenn ich euch das nächste Bild zeige, auf diese Kirche im Hintergrund. Denn das nächste Bild sieht folgendermaßen aus. Und auch hier, was habe ich hier gemacht? Ich bin einfach nur in die Hocke gegangen. Ich habe dasselbe Bild nochmal fotografiert, habe dieselbe Perspektive gewechselt. Ich habe die Kamera nur tief über den Boden gehalten. Und auch hier, guckt euch die Kirche an. Die Kirche ist gar nicht so viel kleiner. Die Kirche ist genauso zu sehen. Die Gondeln sind genauso zu sehen. Aber was passiert bei dem Ganzen? Ich lenke meinen Blick wieder. Ich habe die Kirche, ich habe die Gondeln eingerahmt. Ich habe unter diesen Podesten durchfotografiert. Durch das Wasser auf diesen Kopfsteinpflaster kriege ich wieder eine kleine Spiegelung. Die Fugen dieses Kopfsteinpflasters lenken wieder perfekt den Blick auf die Gondeln, auf die Kirche. Oben drüber sieht man noch diese Lattenkonstruktion von diesen Podesten. Auch die führt perfekt wieder auf die Blicke, auf die Kirche hinzu. Auch das Bild ist bei weitem nicht perfekt. Darum geht es mir aber auch gerade gar nicht. Das Bild könnte man noch viel, viel besser machen, indem ich die Position noch ein bisschen von links nach rechts verändert hätte. Rechts sieht man eine Lampe noch so ein bisschen, links ist die Lampe genau hinter diesem Pfosten, dieses Podestes. Darauf kommt es aber erstmal gar nicht an. Denn was ich damit zeigen will, ist, dass es sich lohnt, einfach mal eine andere Perspektive zu verwenden. Also mal bewusst die Kamera nach oben halten, bewusst die Kamera ganz tief über den Boden halten, sich mal bemühen, irgendwo hinzuhocken. Und das ist total wichtig beim Fotografieren, einfach mal andere Standpunkte, andere Perspektiven zu finden. Anders sehen, anders denken ist beim Fotografieren total wichtig, meiner Meinung nach. Und auch das habe ich bei diesem Bild hier versucht. Auch das ist in Valencia auf dem Markt fotografiert worden. Ich hätte können hier diese Person bisschen weiter rechts können fotografieren, dass sie komplett frei vor dieser Theke gestanden hat. Ich habe aber hier bewusst durch dieses Glas, durch diese Auslage an diesem Marktstand fotografiert, weil ich diese ganzen Reflexe, weil ich diese ganzen Spiegelungen in dieser Glasscheibe total mochte. Die ganzen Nüsse, die hier in der Auslage liegen, sind wieder in der Glasscheibe spiegeln sich. Ich sehe hinter der Glasscheibe die Beleuchtung der anderen Stände. Ich sehe im Vordergrund unscharf diese Nüsse liegen. Ich sehe im Vordergrund diese Lichtreflexe der einzelnen, ja, Scheinwerfer, der einzelnen Beleuchtung dieses ganzen Marktstandes irgendwo drin. Und das macht für mich das Bild viel, viel spannender. Ich habe mehr zu entdecken, ich habe mehr, was das Auge für wird. Ich muss zwei, dreimal hingucken, um alles zu entdecken, um alles zu sehen. Und das ist genau das, was ich beim Fotografieren erreichen mag. Auch hier, das habt ihr eben schon gesehen, deswegen nur einmal nochmal ganz kurz, das ist dasselbe, wie ich eben schon gesagt habe, Sachen, die das Auge verwirren. Auch hier wieder Wasserspiegelung, Wasserpfützen, hier wieder in der Metro in Paris, die Kamera flach über den Boden gehalten, die Wasserpfütze mitgenutzt als Wasserspiegelung, die Metro spiegelt sich, die Lampen spiegeln sich drin und schon ist das Bild viel, viel spannender, wie wenn ich einfach aus der normalen Perspektive fotografiert hätte. Auch hier wieder Blicke lenken, Sachen reduzieren. Ich will keine fünf Personen auf dem Bahnsteig haben. Ich will eine Person auf dem Bahnsteig fotografieren. Ich will auf die einzelne Person drauf fotografieren, die genau im goldenen Schnitt steht. Dieses Mal links im Bild. Ich habe die Person eingerahmt. Das heißt, ich habe den Blick auf die Person gelenkt. Durch diese Mauer, durch die ich hindurch fotografiert habe, habe ich alles, was ablenken könnte, einfach ausgeblendet. Und so kann ich meinen Blick genau auf diese eine Person, ja, lenken. Zum Glück und zufälligerweise hat die Person dann auch dunkle Kleidung angehabt und hebt sich halt perfekt vor diesem weißen Band ab. Hätte die Person jetzt was Helles angehabt oder wäre die Wand dunkel hinten dran gewesen, wäre das Ganze wieder schwieriger gewesen. Also Dinge einrahmen, Blick lenken, finde ich total wichtig und das funktioniert auch bei diesem Foto total gut. Auch das hier, Centre Pompidou mitten in Paris, tolle Konstruktion mit diesen runden, ja, Bögen. Ich kann auch hier wieder den Blick perfekt lenken. Ich habe Linien, die auf die Person hinführen. Die Personen gucken von links nach rechts. Ich habe eine Diagonale im Bild, das Ganze in Schwarz-Weiß reduziert und so kann ich ganz toll meine Bilder gestalten. Jetzt kommen wir aber eigentlich wieder zum eigentlichen Thema, warum denn überhaupt kalibrieren und profilieren? Ich höre ganz oft auf Workshops, ma, das brauche ich gar nicht. Ich habe meinen Monitor per Hand eingestellt. Ich habe den so mit dem Auge eingestellt. Und ich kann euch direkt schon verraten, das wird nicht funktionieren. Deswegen habe ich ein Bild mitgebracht, um euch das Ganze so ein bisschen zu veranschaulichen. Ich habe hier, vielleicht kennt es der ein oder andere schon, so ein kleines, ich nenne es mal Bilderrätsel. Ihr seht den Schatten, ihr seht diese zwei Felder.
A und B. Welches Quadrat ist das hellere? Relativ einfach. Die meisten würden B sagen. Aber ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, wenn ich so frage, wenn ich das zeige, ist da irgendein Haken dabei? Und wenn man mal genau nachmisst in Photoshop, wenn ich jetzt mit meiner Pipette in Photoshop in dem ersten Feld mit A messe, habe ich einen RGB-Wert von 88, 88, 88. Wenn ich dasselbe jetzt in dem Feld B mache, seht ihr, ich habe genau denselben Grauwert. Das heißt, unser Auge lässt sich sehr, sehr leicht ablenken. Und genau das ist das Gefährliche beim Monitor. Habe ich meinen Monitor zu hell oder zu dunkel eingestellt, dann lässt sich das Auge sehr, sehr leicht überlisten, sehr, sehr leicht täuschen. Und im Anschluss, wenn ich ein Fotobuch drucke von meiner Fotoreise, mein Monitor ist viel zu hell eingestellt, wenn meine Bilder viel zu dunkel aus der Druckerei kommen. Und das ist natürlich beim Fotobuch, bei gedruckten Bildern total ärgerlich. Und deswegen müssen wir einfach unseren Monitor kalibrieren. Nicht nur wegen der Helligkeit, auch wegen den Farbverschieben. Und deswegen, ich habe es eben schon erwähnt, arbeite ich auf jeden Fall so gut, wie es immer geht, mit einem Color Checker. Ich erstelle mir dort ein einheitliches Kameraprofil für die entsprechende Lichtsituation. Ich schaffe also eine Referenz, eine Ausgangsbasis für meinen farbechten und durchgängigen Workflow. Das ist vielleicht für mich als Hobbyfotograf nicht so wichtig. Wenn ich aber für einen Kunden arbeite, wenn ich Mode fotografiere, dann ist es natürlich total wichtig, dass die Farbe der Kleidung genau dieselbe ist wie natürlich auch auf den Fotos. Das nächste, wo ich natürlich dann immer darauf achten muss, ist die Kalibrierung und die Profilierung. Bei der Kalibrierung wird erstmal ein einheitlicher Grundwert an meinem Monitor eingestellt. Das heißt, meine Werte, Monitor, Helligkeit, Kontrast wird erstmal perfekt eingepegelt und danach wird ein Profil erstellt, ein sogenanntes ICC-Profil. Und mit diesem ICC-Profil werden die Fehler meines Monitors ausgeglichen. Denn nicht jeder Monitor ist perfekt. Je länger ein Monitor läuft, umso größer sind die Abweichungen. Ihr habt schon gleich gehört, es gibt sRGB-Monitore, es gibt Adobe-RGB-Monitore, die haben alle unterschiedliche Farbräume und haben alle unterschiedlichen Eigenschaften. Und hier kann ich halt mit der Kalibrierung versuchen, so gut wie es geht, das Ganze auf einen einheitlichen Nenner zu bringen. Das Ganze geht bei mir sogar so weit, dass ich also nicht nur meinen Monitor kalibriere, sondern ich profiliere sogar meinen Drucker, meine Papiere, um daher den farbechten Workflow überhaupt zu vervollständigen. Also es ist ein sehr, sehr großes, weites Thema, aber ich will euch so ein bisschen die Angst davor nehmen, denn das Ganze ist kein Hexenwerk. Das Ganze ist auch keine Raketentechnik und dank den Produkten der Firma Calibrite funktioniert das auch wirklich sehr, sehr einfach. Und das ist für mich natürlich die Basis, damit die Farben näher so dargestellt werden, wie ich sie in Natura gesehen habe. Dass hier das Rot genauso ist, dass die Differenzierung zwischen Rot und Orange wunderbar funktioniert. Dass hier Licht und Schatten total schön durchgezeichnet sind, dass die einzelnen Farben gut rauskommen, dass die Schattenbereiche nicht zu dunkel sind, die hellen Stelle, wie diese helle Wäsche, die da auf dem Fenster hängt, nicht zu hell ist, dass hier diese pastelligen Farben alle genau richtig sind und dass hier diese Personen, die in der Nacht fotografiert worden sind, vor diesem warmen Fenster genau korrekt dargestellt werden, aber drumherum das Ganze ja immer noch in den kühlen Farben dargestellt wird, so wie ich es also wirklich vor Ort gesehen habe. Und je komplexer die Motive und die Farben natürlich sind, umso schwieriger ist es halt dort, eine einheitliche Basis zu schaffen. Und dabei hilft mir halt natürlich das Kalibrierungsgerät wirklich hervorragend. Auch hier bei Nachtaufnahmen ganz, ganz besonders wichtig, dass Schatten und hellen Töne wirklich gut durchzeichnet sind und dass die Farben einfach so perfekt ausschauen, wie es auch in Natura war. Denn darauf kommt es ja dann schlussendlich an. Wir fotografieren, um vielleicht das Ganze näher als Fotobuch zu machen, zum Ausdrucken. Ich habe gesagt, es ist total wichtig, Bilder auszudrucken. Und dann sollen natürlich auch die Farben stimmen. Jetzt will ich euch noch ganz kurz zeigen, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Denn ich habe ja schon gesagt, mit Calibrite, mit den Produkten von Calibrite, ist das Ganze kein Hexenwerk. Es gibt dieses Gerät, dieses Color Checker Display Plus, Display Plus O. Es gibt verschiedene Ausführungen von diesen Geräten. Und das ist das wichtigste Gerät, was ich einfach mal brauche. Und auch hier versuche ich meinen Workshop-Teilnehmern immer zu sagen, wir geben so viel Geld für Kameras, für Objektive, für Monitore, für alles Mögliche aus, aber den Monitor vernachlässigen wir ein bisschen. Und ich finde immer, das ist sehr, sehr gut angelegtes Geld. Das kostet, ich sag mal, im Schnitt zwischen 200 und 500 Euro, je nachdem, welches Produkt in welcher Größe ich mir da kaufe, was ich damit machen mag. Aber das sorgt dafür, dass meine Farben, meine Ausdrucke wirklich so sind, wie sie auch in Natura waren. Und das Ganze ist von der Bedienung wirklich so einfach, dass ich vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen wirklich sehr, sehr gut arbeiten kann. Denn mal ehrlich, auch für mich als Berufsfotograf gibt es nichts Ärgerlicheres, wie solche Sachen zu erledigen. Und ich will da keine Stunden und Tage damit aufwenden, um die Technik zu verstehen, um zu wissen, was ich da machen muss. Ich hänge das Ding über meinen Monitor, starte die Software und dann macht es das Ganze erstmal von selbst.
muss ein paar Einstellungen hinterlegen. Die sind aber auch sehr, sehr einfach. Es ist alles sehr gut menügesteuert und menügeführt. Ich werde mit einzelnen Schritten durch den ganzen Ablauf fotografiert. Und so kann ich das Ganze wirklich 10, 15 Minuten kalibrieren, profilieren und dafür sorgen, dass meine Darstellung ideal ist. Das Ganze funktioniert nicht nur für einen Desktop-PC, das funktioniert genauso für ein MacBook, für ein iMac. Es ist das ideale Gerät, wenn ich mit mehreren Monitoren arbeite. Auch ich habe hier zwei Monitore. Ich habe hier einmal einen iMac stehen, ich habe einmal einen ISO-Monitor stehen und ich kalibriere beide mit diesem Gerät immer und ich kriege so den perfekten Abgleich für meine Monitoring. Es gibt eine mitgelieferte Software, das CT Studio. Wie das ausschaut, das will ich euch jetzt hier auf diesen nächsten Sachen mit zeigen. Hier seht ihr so ein bisschen den Lieferumfang, den Kolorimeter, die Verpackung, die Software. Das Ganze wird dann so über den Monitor gehangen, wie ihr es hier auf diesem iMac seht, während die Software läuft. Und der Rest macht eigentlich schon die Software selbst. So, wie schaut das Ganze in der Software aus? Hier seht ihr die Software CC Profiler. Und auch hier seht ihr schon, ich kann meinen Monitor profilieren, ich kann meinen Projektor profilieren und ich kann sogar meinen Scanner profilieren. Wenn das Gerät angeschlossen wird, seht ihr automatisch schon mit diesem grünen Häkchen, was alles mit diesem Gerät möglich ist. Und ihr seht auch, dass das Gerät korrekt erkannt worden ist. Im nächsten Schritt seht ihr hier, bei mir erkennt es direkt den iMac-Monitor und den CS2740, das ist mein ISO-Monitor. Ich kann hier zwei, drei Einstellungen vornehmen, welches Display dort hinterlegt ist, welchen Weißpunkt und welche Leuchtdichte, also welche Helligkeit mein Monitor haben soll. Und dann geht das Ganze eigentlich schon direkt los. Ich habe hier nochmal die Möglichkeit, meine Messung zu starten. Das ist so der erste Schritt. Und hier seht ihr so diese Farbfelder, die jetzt gemessen werden. Denn was passiert beim Profilieren des Monitors? Der Monitor wird diese Farben, die ihr dort seht, nacheinander darstellen. Das heißt, er zeigt diese Farben auf dem Monitor an und der Kolorimeter, das Messgerät, misst diese Farbe. Und jetzt hat hier dieser Rotwert, das zweite Feld von oben rechts, hat einen bestimmten Farbwert, einen RGB-Farbwert. Und die Software misst jetzt einfach, welchen Wert soll dieser Farbton haben und welchen Wert hat dieser Farbton auf meinem Monitor? Und diese Abweichung, die korrigiert dann nachher das ICT-Profil aus. Das heißt, das Messgerät misst die Fehler, erkennt die Abweichung und erstellt daraus ein ICT-Profil, was ich dann bei jedem Start automatisch in der Systemsteuerung lade und so dafür sorge, dass die Farben halt korrekt dargestellt werden. Im nächsten Schritt sagt mir dann die Software, öffne doch mal bitte diese Klappe. Denn auch hier bei diesem Gerät ist so eine kleine Klappe, man sieht es hier drüber. Hier ist der Sensor mit verbaut, der durch diese Klappe geschützt ist. Das muss ich aufklappen, bevor ich das Ganze dann über meinen Monitor hänge. Im nächsten Schritt zeigt mir die Software genau an, wo ich das Ganze hinhängen muss. Das heißt, ich muss in der Mitte vom Monitor, muss ich das Ganze platzieren. Das sieht dann ungefähr so aus bei meinem MacBook. Und im nächsten Schritt muss ich die Helligkeit des Monitors einstellen. Auch hier wird so lange die Helligkeit verändert, bis dieser gelbe Balken, den ihr links in diesem Bildschirm seht, genau in der Mitte ist. Bei diesen 120 Candela, die ich am Anfang ausgewählt habe. Ihr seht unten gewünschte Leuchtdichte, gemessene Leuchtdichte. Das heißt, der Monitor wisst wirklich aktuell, wie hell ist denn der Monitor und wie hell muss ich ihn einstellen. Ich regle es so lange die Helligkeit hoch und runter, bis das Ganze dann her perfekt dargestellt wird. Danach, wie gesagt, werden die einzelnen Farben, das habe ich jetzt hier mal durch diese verschiedenen Felder ja, versucht euch anzuzeigen, wenn die Farben hintereinander auf dem Monitor dargestellt und der Monitor misst, wie gesagt, die Abweichung und stellt daraus das ICC-Profil. Das Ganze dauert je nachdem circa 10 Minuten, also relativ schnell. Wenn er dann fertig ist, zeigt er auch das mir an, indem er sagt, hey, mach jetzt bitte wieder den Deckel auf dein Kalibrierungsgerät und stell das mal wieder weg. Und im nächsten Schritt wird er mir dann anzeigen, dass die Messung erfolgreich beendet ist. Also ihr seht, das ist gar kein Hexenwerk. Das geht alles relativ flott. Ich muss zwei, drei kleine Einstellungen machen, die aber wirklich gut dokumentiert sind. Weil in der Software ist links im Bereich immer eine kleine Anweisung, ist immer genau geschrieben, was ich alles machen muss. Und es ist im nächsten Schritt immer nochmal, wenn ich das möchte, ein Verweis auf die Webseite, auf weitere Videos und dargestellt. Im Anschluss muss ich dann noch einmal das ICC-Profil speichern. Dort gibt er mir automatisch einen Namen vor. Bei mir sieht das dann immer so aus, dass das Jahr, der Monat und das Datum, der Tag drin steht, dass ich weiß, wann ich dieses Profil erstellt habe. Es steht automatisch immer der Monitorname, bei mir mit iMac oder ISO CS2740 drin, dass ich genau näher auch zuordnen kann, beziehungsweise die Software auch zuordnen kann, von wann ist das aktuelle Profil und ja, für welchen Monitor ist das Profil.
Im Anschluss kann ich mir das Ganze nochmal mit verschiedenen Referenzbildern anschauen oder anzeigen lassen. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann eigene Referenzbilder hinterlegen. Wenn ich ein bestimmtes Bild habe, wo ich genau weiß, wie es ausschauen soll, kann ich mir das dort hinterlegen. Ich kann aber auch hier von Calibrite verschiedene fertige, vorgegebene Referenzbilder verwenden und kann mir dann immer direkt einen Vorher-Nachher-Vergleich machen. Und dann wird man oft feststellen, die Abweichungen sind vielleicht nicht immer wahnsinnig groß, aber sie sind oft sehr gravierend. Weil ihr seht zum Beispiel auch hier bei diesen Bildern, es ist immer ein kleiner Verlauf von hell nach dunkel da. Und den könnt ihr dann im Idealfall wirklich ganz differenziert darstellen und auch wirklich erkennen. Und wenn ich das Ganze dann gemacht habe, dann bin ich eigentlich immer relativ happy und das Ganze geht auch dann immer relativ schnell. Vor allem passen dann auch wieder meine Farben. Also ihr seht wirklich kein Hexenwerk, keine Raketentechnik, einfach zu benutzen. Das Einzige, was man beachten sollte, man sollte das Ganze in gewissen Abständen wiederholen. Bei mir ist es meistens immer so alle 10 bis 14 Tage, wo ich das Ganze nochmal wiederhole. Wenn ich jetzt weiß, ich muss für einen Kunden irgendwas in die Druckerei abgeben, dann mache ich das Ganze vielleicht auch mal nochmal zwischendurch. Und das sind wirklich sehr, sehr gut investierte 10 Minuten. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt so ein bisschen zeigen, wie wichtig das Thema Profilieren, wie wichtig das Thema Kalibrieren eines Monitors ist und wie einfach das überhaupt gehen kann mit diesen Geräten von der Firma Calibrite. Es gibt einmal den Color Checker als Farbtafel, es gibt einmal verschiedene Kalibrierungsgeräte und ich kann das Ganze entweder nur für den Monitor machen oder sogar noch näher für meinen Drucker und für meine Papiere. Das war jetzt soweit erstmal alles, was ich euch zeigen wollte. Und bevor ihr jetzt gleich alle verschwindet, ist jetzt nochmal Zeit, für eure Fragen. Und vor allem im Nachhinein gibt es noch ein kleines Goodie, was wir für euch haben. Also ich freue mich jetzt, wenn ich die eine oder andere Frage von euch bekommen kann. Wie schaut's aus? Traut sich jemand, irgendwelche Fragen zu stellen? Weil bisher, soweit gibt es erstmal noch keine Fragen. Also jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt, um eure Fragen loszuwerden. Ich hoffe, der eine oder andere traut sich da noch irgendwas zu fragen. Also tippt das gerne in das Fragen-Antwort-Fenster ein. Ich lese die Fragen dann nochmal vor, wenn es welche gibt, dass die auch für alle dann soweit da sind, weil nicht jeder kann die Fragen lesen, die er dann stellt. Falls irgendwas dabei ist, was wir jetzt nicht direkt beantworten können, kann ich das auch gerne auch per E-Mail im Nachhinein beantworten. Ich warte mal noch einen ganz kurzen Moment. Ich schaue mal noch mal drauf, ob da noch irgendwas jetzt da ist an Fragen. Also bisher noch nichts an Fragen. Sind auch noch alle 60 Zuschauer da. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Ich hoffe ansonsten, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ich konnte euch so ein bisschen was zeigen, wie ich fotografiere, worauf ich achte beim Fotografieren. Ich hoffe, es war der ein oder andere Kniff dabei, wie ihr vielleicht ein bisschen spannender, interessanter fotografieren könnt. Hier kommt schon mal eine Frage. Wie kann ich denn auf das zu verwendende ICC-Profil zugreifen? Also die Software zeigt dir an, wo sie das Profil abspeichert. Das ist meistens in der Systemsteuerung, ist ein Ordner hinterlegt. Das ist beim Mac ist das ein Ordner Color Sync Profiles. Dort sind die einzelnen Farbprofile der Geräte drin abgespeichert. Und je nachdem, was für einen Monitor hast, wird das entweder direkt in der Systemsteuerung abgelegt oder wenn du einen hardware-kalibrierbaren Monitor hast, dann wird das direkt im Monitor abgelegt. Also das wird immer dort in der Systemsteuerung hinterlegt und du kannst auch in der Software nochmal genau angucken, wo es abgespeichert wird. Du könntest theoretisch auch einen eigenen Speicherort angeben, aber das macht in diesem Fall keinen Sinn. Hier kommt jetzt nochmal eine weitere Frage. Ich sehe schon, also bei mir in dem Fragen-Antwort-Feld sehe ich die Fragen erstmal nicht, aber ich habe hier tatkräftige Unterstützung von Calibrite dabei. Die schicken mir die Fragen dann immer rüber. Hier ist die nächste Frage von Uwe. Welche Objektive benutzt du denn, Thomas? Das kommt so ein bisschen drauf an, mit welchen Kameras ich unterwegs bin. Bei meiner Olympus-Kamera, mit der ich hier hauptsächlich fotografiere, arbeite ich gerne mit dem 12 mm Weitwinkel. Also auch da 12 mm an der Olympus, Crop-Faktor 2, das heißt dann 24 mm. Ich benutze gerne meinen 45 mm 1,2, also umgerechnet auf Vollformat 90 mm. Ich liebe meinen 40-150 2,8, also ein 80-300 mm Objektiv. Und jetzt in Valencia hatte ich, wie gesagt, von Tamron das 35 bis 150 2,0 bis 2,8 dabei für Sony E-Mount. Das sind so Objektive, die ich im Moment nutze, mit denen ich gerne arbeite. Aber im Endeffekt das Objektiv, was ich für den entsprechenden Job brauche. Hat man die Möglichkeit, mit dem CC, mit dem Color Checker Passport auch kreativ zu arbeiten? Absolut. Also definitiv kannst du dort kreativ arbeiten. Zum einen heißt es ja nicht, wenn du vorher eine Ausgangsbasis für deine Bilder geschaffen hast,
dass du da nicht noch weiter die Farben verdrehen kannst, wie du Lust und Laune hast. Aber du hast wenigstens mal die richtige Ausgangsbasis dafür geschaffen. Und ansonsten, ich zeige das jetzt hier gerade mal auf einem älteren Color Checker, habt ihr zum Beispiel hier die Möglichkeit, ihr seht das vielleicht hier, ich halte das mal hier vor die Kamera, habt ihr hier die Möglichkeit, einmal das Gesicht und einmal hier eine Landschaft. Das heißt, ihr könnt auch dort euren Weißabgleich nachher in Lightroom nochmal variieren, indem ihr mit der Pipette für den Grau, für den Weißabgleich einfach hier draufklickt. Das heißt, ihr könnt hier schon mal ein bisschen Feintuning in eurem Referenzbild angeben und ihr könnt natürlich danach nochmal alles Mögliche an Farbbearbeitung, Farblook drüberlegen, wie ihr das generell wollt. Also auch das mache ich, bin mir aber sicher, ich habe die ordentlichen Farben einfach unten drunter. Die Barbara fragt, kann ich jeden Bildschirm kalibrieren, auch vom Laptop? Prinzipiell kannst du erstmal jeden Bildschirm kalibrieren, das funktioniert schon. Es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Qualität der Bildschirme an. Denn auch da, ihr dürft nicht vergessen, auch ein Bildschirm altert. Je länger ein Monitor läuft, umso schwieriger wird es manchmal zu kalibrieren, umso mehr verändern sich die Farben. Man sollte allerdings auch immer darauf achten, dass ich einen möglichst großen Farbraum habe. Also je größer der Farbraum bei den Monitoren ist, am besten idealerweise der größere Farbraum Adobe RGB sollte möglichst groß sein, umso einfacher, umso besser ist es. Es kommt auch so ein bisschen auf das Display an sich an, aber prinzipiell kann ich erstmal jeden Monitor kalibrieren. Und auch da lieber, ich habe einen einfachen Monitor, der gut kalibriert ist, als ich habe einen teuren Monitor, den ich nie kalibriere. Also ja, es wird auf jeden Fall irgendwas bringen. Der Frederik fragt, wie es mit Curved-Monitoren für die Bildbearbeitung ausschaut. Es kommt immer drauf an. Auch ich habe einen Curved-Monitor hier hinten dran stehen. Da arbeite ich meistens mit dem Laptop dran. Den finde ich zum Beispiel sehr, sehr schön, wenn ich mit InDesign arbeite, weil ich einfach mehrere Blätter hintereinander oder nebeneinander drauf machen kann. Also ja, funktioniert ganz genauso. Schlussendlich, der ISO-Monitor, den ich hier habe, hat jetzt hier für mich den größten Farbraum. Der ist am akkuratsten. Mit dem arbeite ich wirklich sehr, sehr gerne in der Bildbearbeitung. Aber der Curved-Monitor funktioniert ganz genauso. Aber auch hier achtet darauf, dass der Adobe RGB-Farbraum möglichst groß ist. Der Johannes fragt, ob ich bei der Streetfotografie oft den manuellen Fokus fallen. Ich finde es übrigens klasse, dass ihr gerade mächtig fragt. Also ich finde das total schön. Also immer her mit euren Fragen. Der Johannes fragt, wie gesagt, ob ich manuellen Fokus arbeite. So gut wie gar nicht. Also da bin ich sehr, sehr faul unterwegs. Generell sage ich ganz gerne bei Workshops, dass ich in vielen Dingen beim Fotografieren sehr faul unterwegs bin. Ich arbeite sehr, sehr viel in einem Automatikmodi, Halbautomatik, manueller Modus, ganz, ganz selten, nur wenn ich im Studio fotografiere und genauso auch mit dem Fokus. Also der Autofokus funktioniert so großartig, das habe ich bisher noch nie vermisst, irgendwie manuell fokussieren zu müssen. Ich benutze jetzt auch keine Leica, die jetzt nur manuell fokussieren kann. Also von daher, warum soll ich manuell fokussieren? Das Einzige, wo ich manchmal manuell ein bisschen eingreife, ist, wenn ich im Gegenlicht durch eine ganz dreckige Scheibe fotografiere, dann ist es manchmal mit dem manuellen Fokus ein bisschen einfacher. Jetzt kommen hier noch so ein paar Fragen in dem anderen Fenster. Moment, ich muss das mal gerade ein kleines bisschen größer machen. Der Hans-Peter fragt zum Beispiel, wie gewährleistest du, dass Ausdrucke von einem externen Dienstleister auch farbkorrekt gedruckt werden? Das ist jetzt immer so eine Sache. Also zum einen solltest du natürlich, wie gesagt, die Ausgangsbasis schaffen, dass es bei dir möglichst wenig Fehler gibt. Aber was das Thema Ausdruck angeht, also generell müssen wir erstmal wissen, ein Monitor ist immer ein hinterleuchteter Bildschirm, also ein hinterleuchtetes Medium. Das heißt, die Farben sind viel, viel brillanter. Wenn ich jetzt auf verschiedenen Papieren ausdrucke, werde ich dort immer leichte Abweichungen sehen. Das heißt, ich werde nie tausendprozentig dasselbe Ergebnis haben. Ein mattes Papier zum Beispiel hat ganz andere Farbabstufungen wie ein glänzendes Papier. Auf einem matten Papier ist der Farbraum viel, viel geringer als auf einem glänzenden Papier. Also das sollte ich erstmal bei meinem Dienstleister irgendwo im Hinterkopf haben. Und oft kriegst du bei deinen Dienstleistern auch sogenannte ICC-Profile. Das heißt, du kannst von dem Dienstleister die ICC-Profile deines favorisierten Papieres oder deines Mediums dir runterladen oder schicken lassen. Und da kannst du es zum Beispiel in Lightroom oder in Photoshop als sogenanntes Softproof angucken. Das heißt, Lightroom oder Photoshop können dir dann diese Farben simulieren und du wirst dann sehen, ah, bei einem matten Papier säuft das Schwarz eher ab, beim glänzenden Papier ist dort mehr Zeichnung und dann kannst du das Ganze entsprechend ein bisschen gegenkorrigieren. Vom Norbert ist die Frage, es gibt auch Monitore, die sich selbst kalibrieren können. Wie ISO braucht man trotzdem so Geräte, wie das angezeigt wurde. Es gibt verschiedene ISO-Monitore. Es gibt einmal die ISO-Monitore, wo ein Kolorimeter eingebaut ist. Dort brauchst du das Ganze nicht,
außer du hast einen Laptop oder sonst noch ein Gerät. Es gibt aber auch die kleineren Serien von ISO. Also ich habe hier auch einen, der ist Hardware kalibrierbar, hat aber keinen eingebauten Kolorimeter. Das heißt, hier nutze ich dann das Gerät von X-Rite und kalibriere dort meinen Monitor damit. Allerdings muss ich immer aufpassen, wenn der Monitor Hardware kalibrierbar ist, dann sollte ich auch die Software des entsprechenden Monitorherstellers benutzen. Das ist nur ganz, ganz wichtig zu wissen. So, jetzt muss ich gerade gucken. Hier ist noch eine Frage: Wie oft soll man den Bildschirm kalibrieren? Meistens gibt das die Software schon mal vor, das kann ich in der Software einstellen. Meistens so alle 10 Tage kann ich den Monitor nochmal neu kalibrieren, je nachdem, wie wichtig gerade der Auftrag ist, je nachdem, wie wichtig der Job ist, vielleicht auch mal ein bisschen später. Der Arthur fragt, also es sind jetzt gerade echt viele coole Fragen, aber das finde ich sehr, sehr schön. Der Arthur fragt, soll das Dateiformat von dem Foto der Farbtafel in JPEG oder DNG sein? Also wenn du diesen Color Checker abfotografierst, wandelst du den danach, macht meistens Lightroom schon automatisch, wenn du das dann in diese Software schiebst, als DNG um. Weil diese Camera Calibration Software, so heißt diese Software, kann nur mit DNG arbeiten, weil kein RAW-Konverter für alle Kameras dabei ist. Also es das heißt, es ist einfacher für die Software, mit einem DNG zu arbeiten. Das ist ein allgemeines Datenformat und deswegen immer als DNG umwandeln. Aber wie gesagt, wenn du zum Beispiel in Lightroom arbeitest, kannst du mit der rechten Maustaste draufklicken, sagst exportieren in Camera Calibration Software und die Software erstellt automatisch ein DNG und erstellt dir auch automatisch das Profil, sodass du nur noch das Datum eingeben kannst. Also auch hier sehr, sehr einfach gelöst und wirklich einfach zu machen. Jetzt ist hier noch von der Katrin eine Frage: Wie viele Personen darf ich zusammen fotografieren, wenn diese gut zu erkennen sind? Ich verstehe gerade diese Frage nicht. Also Katrin, schreib vielleicht noch mal einmal genau hin, was du jetzt genau meinst. Weil schlussendlich, ich darf so viele Personen zusammen fotografieren, wie ich mag. Und ja, von daher weiß ich jetzt gerade nicht so ganz, wie diese Frage. Also Katrin, gerne noch mal die Frage stellen, dass ich dort irgendwas dazu sagen kann. So, wo gibt es denn hier noch ein paar Fragen? Ich gucke gerade mal, ob hier noch weitere Fragen sind. Vielleicht kann die Katrin auch noch mal kurz was zu ihrer Frage dazu schreiben. Gibt es hier noch irgendwas an Fragen? Ich habe gerade hier 2 Fenster auf. Deswegen muss ich gerade mal ein bisschen hin und her gucken. Generell freut es mich aber, dass ihr echt viele, viele Fragen habt, weil das macht das Ganze schlussendlich viel spannender und ja, viel, viel interessanter auch für die anderen Leute. So, hier ist noch eine Frage von Hans-Peter. Wie unterscheiden sich ältere Color Checker von den aktuellen? Also, wenn du jetzt hier diese Farbtafeln meinst, musst du halt immer aufpassen, die Farbflächen sind lackiert. Das heißt, du solltest auch nie mit den Fingern draufpacken, man soll das Ganze nie in der Sonne legen lassen, weil dann die Farben sich verändern. Das heißt, alle paar Jahre würde ich den Color Checker mal austauschen, beziehungsweise je nachdem, was für einen du hast, kannst du das halt hier wunderbar zusammenklappen, dass es halt einfach perfekt geschützt ist und dann sollte dort erstmal nichts großartig passieren. Allerdings ist auch hier und da mal, weil es gibt von X-Rite gab es mal den Color Checker Passport Foto, Passport Foto 2, dort hat sich irgendwann die Rezeptur ein bisschen verändert, die Farben sind ein bisschen verändert worden, die Felder sind ein bisschen verändert worden. Das wird ab und an mal ein bisschen neu gemacht. Also von daher würde ich immer eine aktuellere Version benutzen. Ich würde sagen, soweit erstmal zu den Fragen. Wie gesagt, Katrin, gerne auch nochmal privat per Mail stellen. Und ich habe ja gesagt, das Beste kommt schon am Schluss. Deswegen gibt es hier nochmal einmal ein kleines Goodie von euch. Also erstmal vielen, vielen Dank für diese ganzen Fragen. Und wie gesagt, das Allerwichtigste für euch, das Beste kommt zum Schluss. Es gibt noch einen natürlichen Rabattcode. Mit dem Rabattcode Calibrite15 bekommt ihr 15% Rabatt innerhalb der nächsten 5 Tage im Online-Shop von Foto Ehard oder generell auch im Ladenlokal bei Foto Ehard. Der Rabattcode gilt auf alle Calibrite Color Checker Farbmessgeräte. Also da es lohnt sich aktuell dort zuzuschlagen. 15% ist echt ein Mord. Und zusätzlich bekommt ihr aktuell auch noch die Vollversion von Luminar AI bei jedem gekauften Gerät dabei. Also es lohnt sich schon, das Ganze mal anzugucken. Ja, und einfach zuzuschlagen. Ihr seht, das Ganze ist kein Hexenwerk, es ist wirklich einfach zu bedienen und es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, es ist gut angelegtes Geld, es ist einfach zu bedienen und danach macht halt auch natürlich die Bildbearbeitung viel, viel mehr Spaß. Ansonsten sage ich jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure ganzen Fragen. Wer noch Fragen habt, kann mir das gerne auch per Mail schicken oder auf Instagram, Facebook, wo ihr auch immer wollt.
Danke fürs Zuschauen. Ihr könnt das Ganze auch nochmal im Nachhinein auf YouTube anschauen. Und ich bedanke wirklich, wirklich sehr. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich wünsche euch noch einen angenehmen einen angenehmen Arbeit. Bleibt gesund und munter und bis hoffentlich ganz, ganz bald wieder. Danke an Calibrite, dass ich das Ganze hier machen konnte. Danke an die Firma Foto Ehard, die das großartig unterstützt hat. Und danke an euch fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.